Leute, und herzlich willkommen zur ersten Runde Hide and Seek auf meinem Kanal. Wir spielen das neue Minigame auf dem Live-Server. Ja, es heißt Hide and Seek, wie gesagt. Das Ziel des Spiels ist, also es gibt wieder zwei Klassen. Einmal den Sucher, der allerdings, also die Gruppe wird größer, je nachdem wie viele er findet. Und dann gibt es die, die sich verstecken müssen. Also es ist so ein Versteckspiel quasi. Und als Verstecker siehst du nicht aus wie ein normaler Mensch, also ich nenne sie jetzt mal Verstecker. Sondern du bist ein Block. Und muss dich halt irgendwie verstecken. Zum Beispiel, ich bin jetzt ein Zaun. Und muss jetzt hier irgendwo einen Platz suchen, wo ich nicht auffalle. Und hier seht ihr schon ganz viele andere Blöcke, die es so alle gibt. Ja, ich glaube, hier ist ein ganz gutes Versteck. Oder falle ich da auf? Nein, hier ist ein gutes Versteck. Ja, wobei, ich weiß nicht. Ist das ein gutes Versteck? Also, ja, da unten seht ihr jetzt, in 8 Sekunden geht's los. Dann kommt der Sucher und sucht uns. Und wir müssen einfach versuchen, möglichst lange hier zu bleiben. Und wenn wir jetzt genau, ich sehe es gerade nicht, 290 Sekunden kann es sein, 300 Sekunden vielleicht insgesamt, ja okay, ich schätze mal 300 Sekunden, also wenn wir 5 Minuten lang hier bleiben, ohne erwischt zu werden, dann haben wir gewonnen. Und wenn der Typ jetzt kommt und uns schlägt und dann sieht, dass wir hier sind, dann sind wir selber Sucher und müssen die anderen Blöcke finden. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Idee, finde ich, also ist auch super umgesetzt, wenn so ein Block ist, der sich hier irgendwo verstecken muss. Und es gibt halt verschiedene Maps und auf den Maps sind auch mit Absicht so kleine, ja, Fails quasi eingebaut, dass man da wirklich als Block kaum auffällt, wenn man sich da versteckt, wenn man jedenfalls der richtige Block ist. Zum Beispiel der Holzblock würde da jetzt überall auffallen. Und ich habe es erst ein einziges Mal gespielt, da wollte ich eigentlich auch aufnehmen, aber irgendwie hat der Hund wieder gewählt. Und deswegen ist das nichts geworden. Und ja, ich weiß nicht, macht mir eigentlich total viel Spaß, mich hier so zu verstecken. Aber das ist vielleicht ein bisschen langweilig, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit nur rumstehe und nichts sage. Deswegen weiß ich noch nicht, ob es oft kommt, aber es macht auf jeden Fall viel Spaß, solltet ihr auch mal ausprobieren. Vor allem mit Freunden ist das lustig, wenn der eine Kumpel halt ein Sucher ist zum Beispiel und ihr seid ein Block, der sich versteckt und dann muss er euch suchen. Das ist bestimmt lustig. Und ja, wir haben einen verzauberten Zaun mit Rückstoß 1. Oh, lol, da habe ich den auch im Kopf drin, das sieht ja komisch aus. Ja, ich spiele übrigens mal ohne alles, also ich spiele weder mit Mods, nicht mal mit Optifine oder Minimap, wie ihr seht. Auch mit keinem Texturenpack, nicht mal mit Fateful, sondern alles Default. Hier auch alles Default. Und ja, wie gesagt, auf dem Hive-Server ist im Moment ganz schön voll, aber wenn ihr auf einen Restarting-Server kommt, dann werdet ihr eher nicht gekickt, weil nicht viele Premiums das spielen. Und ja, wir sind jetzt noch 9 Spieler. Ich weiß nicht, wie viele Sucher. Und da werden mir hier nur die Blöcke an... Nee, jetzt sind es ja mehr. Ja, also, mal gucken, wie lange wir es aushalten. Wir müssen jetzt noch 3 Minuten warten. Übrigens kann ich mich auch noch bewegen, aber ich glaube, das ist ein bisschen auffällig, wenn wir uns jetzt bewegen. Und jetzt sind nur noch 18 versteckende Verstecker, Leute, Blöcke, genau. 18 Blöcke sind jetzt noch über. Am Anfang waren es, glaube ich, 23. Ich glaube, man spielt es mit 24. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich glaube schon. Und es gibt am Anfang immer einen Sucher, der ist dann halt so ein normaler Mensch mit weißer Rüstung und einem Diamantschwert, da hinten sieht man ihn. Und der hat halt ein Diamantschwert und damit kann er halt die Blöcke alle anklatschen und wenn der Block Schaden bekommt, dann... Ja, man hat es gerade schon gehört. Denn ist der Block, also dann hört man halt, dass es ein, also kein normaler Block ist, sondern ein Versteckerblock. Und wenn man den dann tötet, dann bekommt man, glaube ich, Punkte dazu. Also es gibt hier auch wieder Punkte. Und ja, ich könnte ja mal riskant sein und sprengen. Hui. Okay, hat sich gesehen. Coole Sache. Ich glaube, wir haben hier ein richtig gutes Versteck als Zaun. Und ja, gut, in dem Spiel kann man eigentlich als... ja, ich kann ja mal so Tipps geben, die mir jetzt so einfallen würden. Als Block würde ich definitiv nicht rumlaufen. Weil das ist einfach nur so auffällig, wenn man da rumläuft, weil dann ist man sofort tot. Ich würde auch nicht unbedingt irgendwo hingehen, wo gar keiner von einem ist. Also hier sind ja noch ein paar andere Zäune. Aber wenn ich jetzt irgendein, keine Ahnung, ein Goldblock oder so wäre und mich hier hinstellen würde, dann wäre das natürlich total auffällig. Cool. Ich muss gerade das Herzchen geblieben. Ich habe gedacht, die holt mich. So, sonst holt hier gerade keiner. Das ist cool, dass uns keiner wegholt. Vielleicht gewinnt wir sogar die erste Runde. Das wäre cool. Und das Ding ist ja, dass es halt eine gewisse Zeit dauert, ein Spiel. Also es dauert immer 5 Minuten. Und das ist halt super für Aufnahmen, weil da kann man so 1, 2, 3 Runden und das kann man dann perfekt so timen, wie lange man denn aufnehmen will. Und da läuft der Block weg. Bloß alle den Block nach, alle den Block nach.
seid ihr weg. Super. Lockt alle weg von hier, das ist cool. Ich glaube, man läuft sogar genauso schnell als Block wie ein Mensch. Und deswegen kann man auch weglaufen, aber natürlich, dann ist man ja total aufgeschmissen und wenn er dann, ja, dann ja, ein laufender Block halt, der wird ja sofort geholt. Und ich weiß gar nicht wie viele, also es leben jetzt noch 7 versteckte Blöcke. Und ich weiß nicht, ich finde doof, dass man nicht sieht, wie viele Sucher noch leben. Oder insgesamt sind. Es sind auf jeden Fall ganz schön viele. Da ist schon wieder der Block und der läuft jetzt noch eine Runde. Coole Sache und jetzt ist er tot. Jetzt leben bloß noch 6 Verstecke, also ich bin hier ganz gut in der zweiten Runde, die ich jetzt spiele. In der ersten Runde war ich unter den, also ich glaube, ich war der 18., der gestorben ist und habe einmal abgestaubt einen Block. Hoffentlich schlägt er uns nicht, okay. Also ich habe nur einen Block geschlagen und dann, ja. Ja, das war alles, mehr habe ich noch nicht. So, wir sind unter die besten 5, das ist schon richtig cool. Und wir haben gewonnen, das ist doch mal was. So, und ich überlege jetzt, ob ich einfach noch eine Runde probieren soll. Ich kann ja mal versuchen, noch mal reinzukommen. Und ja, wir sind drin. Dann spielen wir gleich noch eine Runde. Also bis gleich. So, es sind jetzt noch 9 Sekunden, bis die zweite Runde beginnt. Wir spielen die Map Hotel, die ich einmal schon gespielt habe, glaube ich. Also wenn es die Map ist. Das ist nämlich in so einem großen Haus mit so relativ moderner Bauart. Und ja, ich bin ein Bacon-Block. Oh Gott, wo soll ich mich da denn verstecken? Ja, also es ist schon ein bisschen schwierig, mit manchen Blöcken sich zu verstecken. Und da wurden schon 2 getötet. Das ist nicht deren Ernst, oder? Lassen die sich da einfach schon töten. Ich gucke jetzt einfach mal, wo andere Beacons sind, damit ich mich da zustellen kann. Ich könnte mich ja hier raufstellen. Nein, okay, da ist noch einer. Der macht das natürlich zunichte. Ah, hier rein stelle ich mich. Geh weg. Geh weg. Ich glaube, der steht in mir drin, oder? Ja. Gut, ja. Okay, dann muss ich da auch weg. Super. Oh, er kommt. Okay, das ist der, aber auffällig. Vielleicht könnte ich euch dann ja mal zeigen, wie es ist, wenn man ein Sucher ist. Aber nee, der läuft weg. Dann geht auch noch mal raus. Wir machen jetzt mal einen auf YOLO, gell? So. Nein, 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 ich komme hier nicht durch. Verdammt. Okay, ich bin hier ein Block, der hier ganz normal steht. Man sieht uns. Ja, okay, hat uns gesehen. Super. Dann sind wir jetzt aber mal... ja, wir sind jetzt Sucher und ich hab 17 Punkte bekommen. Man bekommt Punkte, je länger man überlebt. Mit 2 Sekunden bekommt man 1 Punkt. Das ist ja geil, da kriegt man ja jede Runde ganz schön viele Punkte. So, und wir suchen jetzt einfach mal hier, also meine Taktik ist es immer zu schlagen, weil wieso auch nicht. So, hier lang. Gucken, dass es hier dann mal finde. Finde ich nur ganz cool, wenn ich mir zeigen könnte, wie es... Ja, im Badezimmer sind doch immer welche. Oder nicht? Ja, 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 so sieht es aus. Und da haben wir den geholt. Und das ist ja cool. 20 Punkte haben wir für den bekommen. Ja, ich werde schon wieder Punktegeil hier. Ich glaube es ja nicht. So, und da... Ja, sowas hier zum Beispiel. Das ist als Schneeblock natürlich ein total cooles Versteck. Einfach da reinzugehen und man ist perfekt versteckt quasi. Wenn man die Map allerdings kennt als Sucher, dann ist es natürlich schon etwas schwieriger, sich als... Verstecker gut zu verstecken, weil ja so Standardverstecke oder so billige Verstecke kennt man dann ja halt auch irgendwann. So, dann hier nochmal gucken. Bam, bam, bam. Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel und es macht auch echt Spaß, einfach mal 2 Runden so aufzunehmen, weil 2 Runden, ja, sind so 11-12 Minuten vielleicht. Das geht ja immer klar. Aber irgendwie finde ich keinen mehr. Wir haben so 3 Minuten Zeit, alle zu finden. So. Guck mal, dass ich hier möglichst noch einen finde irgendwo. Komm schon. Na los. Ist denn hier jemand? Komm schon, komm schon, komm schon. Also ich denke mir einfach immer, dass hier irgendwo ja Leute, welche sein müssen. Ich nehme mal den Bacon hier. Oder der Bacon. Oder der Bacon hier. Okay. Ja. Wir könnten ja auch mal abstauben, einfach hinter irgendjemand hinterher. Ach stimmt, man kann hier die Rüstung ausziehen. Aber wozu? Ich ziehe nur den Helm aus. Ja, ich ziehe nur den Helm aus. Ne, ich ziehe den Helm wieder auf. Das sieht cool aus. So. Vielleicht ist da oben? Nee. Ach, an die Decke kommt man ja, glaube ich, eh nicht. Hier zum Beispiel, das ist auch ein cooler Versteckplatz für die Slabs. So. Wahrscheinlich, wenn man sich jetzt so als Verstecker und dann sieht, wie die alle an einem vorbeilaufen, sieht das bestimmt auch lustig aus. Wow. Achso, das ist ein Kleidern, okay.
Ja, so, haben wir denn hier nochmal? Das hier könnte aber eine sein, finde ich. Okay, doch nicht. Ist echt ein lustiges Spiel, also finde ich wirklich richtig gut. Ich glaube, ich spiele das gleich mal ein bisschen öfter. Nur blöd, dass die Server so voll sind. So, mal gucken, haben wir hier noch jemanden. Schade, dass hier nichts Unauffälliges ist. Und es ist zu Ende gegangen. Die Sucher haben gewonnen. Ich habe 50 Punkte dafür bekommen. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Hier seht ihr nochmal, dass alle Server echt brechend voll sind. Und ich sag jetzt einfach mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.